In diesem Video möchte ich euch die Titanic SKU 400 AC Puls und den Speisprozess AC Arc Puls vorstellen. Diese neue Entwicklung auf Basis der Titanic SKU Serie beinhaltet neben allen bekannten DC-Schweißprozessen einen Wechselstrom-Impulsprozess. Der AC Arc Puls eignet sich bestens zum Schweißen von dünnen Aluminiumbauteilen und zeigt hier ganz klar seine Vorteile. Bevor ich euch die Vorteile und Anwendungen aufzeigen möchte, werde ich euch im ersten Schritt die Titanic SKU 400 AC Puls vorstellen und im zweiten Schritt möchte ich euch aufzeigen, was im Lichtbogen des AC Arc Pulses passiert. Vom Äußeren her sieht die Titanic SKU 400 AC Puls aus wie eine normale Titanic SKU Stromquelle, aber es kommt auf die inneren Werte an. Die Stromquelle hat ein weiterentwickeltes RCC-Modul, sodass es möglich ist, Wechselströme zu schweißen. Diese Wechselstromtechnologie gibt es ausschließlich in der Leistungsklasse 400 Ampere. Die Titanic SKU 400 AC Puls benötigt einen speziellen Drahtvorschubkoffer, um Wechselströme zu schweißen. Weiterhin empfehle ich euch den speziell für Aluminium ausgerüsteten Schweißbrenner. Nun komme ich zur AC Arc Puls Technologie und ich möchte euch aufzeigen, was im Vergleich zum herkömmlichen DC-Impuls beim AC Arc Puls geschieht. Beim herkömmlichen DC-Impuls wird ein Tropfen an der Drahtelektrode gebildet. Dieser wird in der Pulsphase eingeschnürt, wird abgelöst und geht in das Schmelzbad über. Während der gesamten Zeit ist der Draht positiv gepolt. Beim AC Arc Puls hingegen wechselt die Polarität vom Plus nach Minus und somit springt der Lichtbogenansatzpunkt auf den Draht. Das bewirkt, dass die Wärmeeinbringung auf den Draht reduziert wird. Weiterhin bewirkt dieser Polaritätswechsel, dass der Lichtbogen auf der Drahtelektrode brennt und somit gründlich gereinigt wird. Und es ergibt sich damit ein größeres Tropfenvolumen. Durch diese Wärmeverlagerung ist es möglich, dünnste Aluminiumbleche ganz entspannt ohne die Gefahr eines Durchbrands auf der Rückseite zu schweißen. Weiterhin erzielen wir durch die Reinigung des Drahtes in der Minusphase schmauchfreie, saubere Nähte und reduzieren gleichzeitig Schweißrauchemissionen. Den AC Arc Schweißprozess zeige ich euch nun in Aktion. Dazu stelle ich am Drahtvorschubkoffer für ein 1,5 mm Blech die richtige Leistung ein. Als Schweißzusatzwerkstoff verwende ich aktuell einen ALMG 4,5 mm im Durchmesser 1,2 mit dem Schutzgas Argon 4.6. Wie ihr gesehen habt, weist der AC Arc Puls eine besonders hohe Lichtbogenstabilität auf und damit lässt er sich besonders gut führen. Somit schaffe ich es sogar, als nicht geübter Schweißer mit leichten Pendelbewegungen wunderbare Ergebnisse in nahezu WIG-Optik zu erzielen. Ein geübter Schweißer schafft dies natürlich noch in höheren Schweißgeschwindigkeiten und kann noch bessere Ergebnisse erzielen. Das Tolle beim AC Arc Puls ist aber, dass man sich beim Schweißen Zeit lassen kann. Das heißt, man kann den Lichtbogen während des Schweißens sehr gut beobachten, man sieht, wie die Schmelze läuft und man kann das Nahtbild formen und man braucht keine Angst vor einem Durchbrand zu haben. Durch die Kombination von AC Arc Puls und Position Build ist es auch beim manuellen Schweißen möglich, ohne eine Pendelbewegung wunderbare Ergebnisse zu erzielen. Durch die einfache Handhabung des AC Arc Pulses eignet sich der Schweißprozess nicht nur zum manuellen Schweißen, sondern auch zum automatisierten Schweißen. Zum Beispiel sind hier Kehlnähte automatisiert mit sehr hohen Schweißgeschwindigkeiten möglich. Weiterhin eignet sich dieser Prozess wunderbar zum Überbrücken von Luftspalten und eignet sich weiterhin zum Schweißen in Zwangslagen. Wie ihr in diesem Video gesehen habt, bietet der AC Arc Puls viele Vorteile zum Schweißen von Aluminium und ich denke, dieser Prozess wird eure Produktion bereichern.